Na damit, hallo. Und herzlich willkommen zurück. Vampire's Dawn 2, liebe Leute. Vampire's Dawn 2 auf dem Weg zu dem letzten Bruchstück. Ich glaube, ich guck's mir mal an. Ich glaube, ich guck mir mal an, ob das was wird. Ich sehe nur gerade, Elaine hat leider nicht allzu viel Blut. Das letzte Bruchstück ist meines Wissens nach in dem Schloss hier unten. Wenn ich mich nicht täusche, in dem Ding da. Das gucke ich mir jetzt auch gleich mal an. Okay, ich gehe mal kurz mein Blut hochtrinken. An irgendjemanden hier drin. Wundert mich, dass der Typ überhaupt noch lebt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich eigentlich jeden und alles und jeden in dieser Stadt irgendwie umgebracht habe. Also ich weiß nicht warum, aber in der Stadt habe ich bestimmt, weiß nicht, 4, 5 Leute oder so getötet. Obwohl ich es eigentlich nicht machen wollte, aber... Keine Ahnung, irgendwie haben es die herausgefordert, ich weiß nicht mehr. Sollte mir aber ein paar Blutbanken sozusagen hier übrig lassen. So, jetzt gehe ich mal in den Dungeon. Wenn mich die ersten Gegner, wenn die gleich so stark sind, dass sie mich direkt umhauen, dann sei es halt so. Ich würde ja nicht viel verlieren. Jetzt eine Minute oder so würde ich zurückgeworfen werden. Ne, schon da rein bitte. Genau, Yola müsste das letzte Bruchstück sein. Oder? Ja, Yola ist das letzte Bruchstück. Okay, gucken wir mal. Das letzte Bruchstück, der Weg ist frei. Tun wir es. Da ist der erste Gegner. Okay, gucken wir mal. Okay, er hat mich erwischt. Schauen wir mal, was das für einer ist. Wer darf denn anfangen? Feueratem. Oh, brennen, das ist ganz schlecht. Brennen ist wirklich richtig schlecht. Ja. Brennen macht richtig viel Schaden. Ich weiß nicht, ob die am Brennen sterben können. Ich weiß nicht, können die am Brennen sterben? Solltest du nicht rasend sein? Jetzt. Ja, wenn der jetzt nochmal diesen Feuerregen macht, dann war es das mal. Leben der Frau. Ah, er ist schon gelähmt, sehr schön. Okay, 500 Schaden, das ist sehr stark. Okay, die können am Brennen nicht sterben. Wer ist denn überhaupt gerade dran her? Blut können wir auch saugen und wir können am Brennen nicht sterben. Trotzdem wird es, glaube ich, eine ziemlich interessante Sache hier. Ja, ich werde mich direkt mal raus teleportieren. Aber das funktioniert. Vielleicht kann ich ja hier unten meine restlichen Levels holen. 7000 pro Fight. Ich nehme mal hier die Zuflucht her. Okay, ich bin kurz... Im Schloss mich heilen, irgendwo in irgendeiner Stadt Blut saugen und dann teleportiere ich mich hierher wieder zurück. Blub, da bin ich auch schon wieder. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird was. Den Gegner habe ich mir noch nicht angeguckt. Das werden wahrscheinlich alles irgend so eine Art Drachen sein oder so. Ja, ist ja gut. Diese blöden Fallen. Wahrscheinlich sind die Fallen in dem Dungeon schon so stark, dass... Ja, die verlieren ungefähr 600 HP. Nur wegen den paar Fallen. Ah, das passt schon. Nachdem ich Blut saugen kann von diesen Drachen hier unten, wird das jetzt, glaube ich, nicht so tragisch. Okay, der war relativ offensichtlich. Ich könnte nochmal probieren, mir einen Dietrich zu holen, aber ich glaube, in einem Level 90 Dungeon kann ich schon mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich alles Level 3 Schlösser sind. Würde ich jetzt einfach mal raten. Okay, was haben wir denn hier? Lammentrag, hier geht es eventuell noch weiter runter. Tun wir es mal. Geheimgänge vielleicht? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Aha! Regenerationssank. Ich schätze mal, hier sind aber echt wenige Gegner. Jetzt nicht sagen sollen. Ach, ist trotzdem so angenehm.
Ich sag ja, alle, die Vampire's Dawn 1 gespielt haben, wissen, wie schlimm das sein kann. Wie schlimm das sein kann. Wenn diese Zufallskämpfe wirklich zufällig die ganze Zeit hier. Boah. Da waren einige Gegner, da gab es so viele Kämpfe. Das war auch verdammt. Jetzt schnell in den Kampf, hoffentlich ist sie noch nicht rasend. Nee, ist sie noch nicht. Sehr schön. 270 Schaden, das ist nix. Ja, Serke. Ah, Walner, du brauchst gar kein Blut, aber du brauchst Blut. Ja, passt. Ja, die schlägt. Das Vieh schlägt für 270 Schaden zu. Das ist nix. Alles nicht hier so für mein Level gedacht, aber das ist nix. 45. 500. Okay, es war natürlich nicht gut. Ja, deswegen sage ich halt, ne? Also, dieser Totenkopf da oben, der hat nicht immer unbedingt seine Berechtigung. Das heißt halt nur, dass die Gegner rein vom Level her ein bisschen über einem sind. Natürlich nicht heißt, dass sie stärker sind als sie. Blut habe ich wieder ein bisschen. Zumindest er muss überleben, der Werwolf. Der darf mich nicht wegsterben. Diese ganzen Drachen hier. Okay, komm mal nach hier unten. Das ist dieser, den gelben Drachen, dem sollte ich tatsächlich ausweichen. Das ist der mit dem Feueratem, der die ganze Gruppe brennen lassen kann. Und das ist ziemlich gefährlich. Da kann ein einzelner Gegner schon mein Tod bedeuten. Oh, jetzt sind ja nur noch diese gelben Drachen hier. Das ist ja richtig eklig. Ja, da geht er kaputt. Ja, das dachte ich mir. So, ich muss mal gucken, ob ich dem ausweichen kann. Vorher lieber nochmal eine Heilung. Sicher ist sicher. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Speicherstein, das war mit Sicherheit ein Zeichen. Wisst ihr was, ich glaube, das war echt ein Zeichen, den benutze ich gleich. Weil ich kann's. Oh, Moment mal. Moment. Das ist... Moment. Irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Das ist das letzte Bruchstück und ich hatte keine Vision. Ihr habt das letzte Bruchstück. Nun ist es endlich soweit. Auf bald, ihr Nahen. Ja, so ein Zufall. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Das klang aber gar nicht gut. Ja, schnell zu den Bruchstücken. Ob die wohl noch da sind? Tja, sage ich dazu nur. Wundert mich das? Nein, das wundert mich nicht. Jinnai hat mich verraten. Oh ja, ist ja gut. Ja, okay, das werde ich gar nicht probieren. Ja, ratet mal, werden die Bruchstücke wohl noch da sein? Lösch mal den Ort. Ja, das Bruchstück ging jetzt einigermaßen leicht. Tja. Jinnai, ne? Jinnai. Es wird sich wohl zeigen, was der so im Schilde geführt hat. Die Bruchstücke werden weg sein. Würde ich jetzt mal raten. Auf bald, ihr Narren. Wir wurden benutzt. Sie sind alle weg. Die Bruchstücke sind alle weg. Ich hab's gewusst. Man hätte ihm nicht glauben dürfen. Zu spät, jetzt ist es soweit. Die Situation ist, wie sie ist, ja. Muss ich Asker recht geben. Es ist, wie es ist. No use crying over spilled milk, wie der Engländer sagen würde. Müssen wir rausfinden, wo er hingegangen ist. Aber wie sollen wir das rausfinden? Wobei, es gibt ja noch diese Höhle. Vielleicht können Walner, Asker und Elaine jetzt in diese Höhle rein. Die ich gesehen habe, als ich... Ihr wisst schon, wem zugeguckt habe. Ach, ich wollte eigentlich Raron mal foltern. Ja, ich gehe nochmal schnell runter in die Folterkammer und kümmere mich da nochmal schnell um
meine Gefangenen, würde ich sagen, wenn ich schon mal hier bin. Wo ich jetzt hin wollte, war westlich von der Burg ganz links oben. Da habe ich ja der lieben Nyria zugeguckt, wie sie in diese Höhle gegangen ist. Und da könnte ich eventuell, weiß ich nicht, vielleicht kann ich da jetzt rein. Vielleicht hat Runak ja eine Idee. Wobei, das würde mich wundern. Keine Ereignisse, Meister. Naja, vielleicht hat er auch doch keine Idee. Okay, ich gehe mal schnell den Elras foltern, wobei... Weiß nicht, was der mir jetzt groß sagen soll. Wo ist er denn? Der ist hier drin, glaube ich. Ihr Narren, ihr wagt es, mich zu foltern. So, ich folter den mal schnell. Und jetzt erzählt er mir entweder was oder er kippt um. Ich würde mal sagen, er erzählt mir was, oder? Ach, verdammt. Keine Ahnung, ich weiß immer nicht, ob ich falsch folter, weil manchmal, ich gehe eigentlich immer die Hebel von rechts nach links durch und dann wieder in die andere Richtung zurück. Das funktioniert irgendwie in 60% der Fällen und dann klappt es wieder nicht. Ich weiß es nicht. Weil es ist ja nach wie vor immer noch eine Quest, dass ich diesen Typen folter und was rausfinde. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich fliege mal schnell hoch zu der Burg. Und könnte eigentlich, bevor ich dahin gehe, nochmal kurz in die Stadt gehen. Weil Elaine ist ja rasend. Da rein. Ach, nein, 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 wieder rein. Dich habe ich wahrscheinlich schon mal ausgesaugt, oder? Nee. Meistens sind so die Leute, die am Eingang stehen, die habe ich meistens schon mal ausgesaugt. Muss nur Elaine aus dem Rasen rauskriegen, der Rest ist jetzt gar nicht so wichtig. Ja, stärkere Heilzauber brauche ich auch mal. So eine Gruppenheilung wäre nicht schlecht. Wisst ihr was, das mache ich sogar jetzt gleich mal. Weil ich merke schon, in den Kämpfen so Single, also so Einzelzielzauber sind jetzt nicht so das, was ich haben will. Ich hätte jetzt am liebsten so eine Gruppenheilung. Und dafür brauche ich relativ viele Blutruhen. Ich habe nicht genug Seelen, um überhaupt so einen Zauber zu machen. Ich kann auch nur Level 60 Zauber machen mit Blut. Wisst ihr, was ich kurz mache? Ich bin nochmal kurz in Mestor drüben, hol mir ein paar Seelen ran und dann gucke ich mal, dass ich mit den Blutrunen zumindest einen neuen Heilungszauber hinkriege. Weil momentan habe ich halt niemanden, der heilen kann. Ich habe vorhin Asuka noch die normale Heilung gegeben, aber die heilt halt im Kampf 200, das ist gar nichts. Also ich bräuchte mal so eine Gruppenheilung oder so. Deswegen halte ich mich mal kurz in Mestor ein bisschen auf, hol mir mal jede Menge Seelen ran und kümmere mich dann mal um, ihr wisst schon, um einen neuen Zauber. Boom, alles klar, jetzt habe ich wie viel? 95, ja das reicht jetzt erstmal. Ich muss aus den 95 nämlich einige Sachen machen. Ja, den gespeicherten Ort kann ich löschen. Ich muss aus den 95 Runen jetzt nämlich einige Sachen machen. Ich kann momentan nur Level 60 Gegenstände herstellen. Oder Level 60 Zauber. Das bedeutet, ich brauche mehr Seelenfragmente. Ich glaube, ich habe aber genug für eine weitere Blutruhe. Und dann schaue ich mal, was 8 Blutrunen machen. Also ich hätte halt am liebsten so ein Heilzauber, offensichtlich. Jetzt gucke ich mal. Ja, Speicherstein, die reichen mir schon noch. So, gucken wir mal. 95 Seelen. Was machen denn 8 Runen? Bitte irgendeine Heilung, irgendeine Gruppenheilung oder so wäre jetzt genau das, was ich will. Regeneration 3 ist blöd. Regeneration 3 ist meines Wissens nach wieder ein Einzelzielzauber. Und dann
relativ schwaches Regener, glaube ich. Ich muss mal gucken, wie viel es heilt. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Zauber ist, den ich haben will. 130. Ja, Regeneration eines Gruppenmitglieds und 130 Blut. Ich muss den mal schnell testen. Bin mir nicht sicher, ob ich den behalten will. Vielleicht muss ich diese Blutrunen noch mit Statusrunen oder so mixen. Weiß es nicht. Aber Regeneration 3 ist jetzt nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Ich könnte es mal mit einer Blutrune weniger versuchen. Und guckt, immer dann, wenn ich einen Kampf will, kriege ich keinen. So. Ich will ihn eigentlich nur mal schnell testen. Ich warte mal, bis die irgendjemanden schlagen. Okay, jetzt schauen wir mal. Heilen wir mal den Werwolf. Okay, der heilt Regener. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel heilt es jetzt? 50. F12. 50. Das ist nicht schlecht, aber... Was ist denn, wenn ich... Was ist denn der Level 60er Blutzauber? Gruppenheilung wäre nach wie vor immer noch das, was ich lieber hätte. Um ehrlich zu sein. Normale Heilung 2 ist auch nicht das, was ich brauche. Ich brauche eine Gruppenheilung. Da kann ich im Kampf, keine Ahnung, 3-4 Mal heilen und ich habe kein Blut mehr. Ich weiß, dass es irgendwann ein Item gibt, womit man alle Blutkosten halbieren kann oder auf 0 runter reduzieren kann. Grundheilung 300. Naja, ich meine, Aska heilt... Also, viel Heilung ist es nicht. Vielleicht behalte ich den aber trotzdem. Die Heilung. 150 ist schon extrem. Müssen wir mal schauen, ob das aus dem Kampf überhaupt Sinn macht. Das ist Grundheilung 25, das ist 300. Das ist das... Zehnfache. Wenn ich mich nicht täusche, ist es ungefähr... Ich bin schlecht in Mathe. Aber das Zehnfache wäre 250. Und das Zwölffache wäre... 300 Grundheilung. Also 25 mal 12 könnte 300 sein. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und von den Blutkosten her... 6 mal 12 ist viel, viel weniger als 150. Also 150 finde ich ehrlich gesagt viel zu krass. Da kann ich im Kampf dreimal heilen und das war's. Das bringt's überhaupt nicht. Zumindest momentan nicht. Bis ich keine Möglichkeit habe, dieses... die Blutkosten zu senken. Da gibt's irgendwelche Artefakte. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo die waren. Ich werde jetzt einfach mal die Seelen nochmal zu Seelenfragmenten machen. Und der Rest sei mir jetzt erstmal egal. Ja, weil das bringt überhaupt nichts. Also 150 Blut, das sind 3 Heilungen und das war's. Ich würde mal sagen, das heilt so im Kampf vielleicht... Weiß nicht. 200, 300 oder so. Ich... Auf jeden Fall lohnt sich das nicht. Okay, dann würde ich sagen, jetzt gucke ich mal nach, bis oder wo ich jetzt nach Jinnai suchen muss. Ich glaube halt, dass es eventuell da oben die Höhle ist. Ansonsten bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Was sagt denn eigentlich meine Quest? Wo ist Jinnai? Finde Jinnai und die Bruchstücke. Din, 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 din. Vielleicht ist der da oben im Tempel. Ich muss ja nach wie vor noch diese Truhe aufkriegen. Vielleicht ist der ja in diesem Tempel. Nee, da komme ich immer noch nicht rein.
Soll ich nochmal nach oben latschen? Ich glaube nicht, wieso sollte Jinnai da oben sein? Wenn ich die Bruchstücke hätte, was würde ich denn machen? Ich würde versuchen, die zusammenzubauen. Dün, 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 dün. Die Truhe im Tempel. Foltere Raron. Ich denke mal, dass die Raron-Folter jetzt so der nächste Schritt wäre. Ich flieg mal schnell zurück ins Schloss und pack den Raron nochmal auf die Streckbank. Weil vielleicht jetzt, da Jinnai weg ist, eventuell kann er mir jetzt mehr erzählen. Ich weiß es nicht. Und ich werde es bei Asmus auch nochmal probieren. Eventuell muss Asmus mir von dem Ort erzählen, wo Nyria war. Und vielleicht muss ich da auch gar nicht hin. Ich weiß es nicht. Ich probiere jetzt mal Raron und Asmus beide nochmal zum Reden zu bewegen. Ah, jetzt redet er auf... Ah, ihr edlen Vampire, ihr seid zu spät. Wofür denn? Gardar, alle Vorbereitungen trifft er. Euren Sieg... Ja, du liegst irgendwie in der Folter, die Bruchstücke gehören uns und du redest von Sieg. Ihr seid Narren. Ja, er verschafft sich gerade irgendeine Macht, um die Steintafel zu aktivieren. Die Elras haben uns erschaffen, wir sind ihre Diener. Die Elras haben die Vampire erschaffen. Ich dachte, das war Vincent Waynard und Vincent Waynard hatte eventuell einen Schattengeist, oder? Ihr seid wirklich unglaublich beschränkt. Mach nur so weiter. Nicht gefragt, warum Vincent Waynard unbedingt Hohepriester werden wollte. Er war ein Diener der Elras. Tja, nachdem sie gegen Ustra verloren haben, Zaubermaschine in die Hand der Menschen und in die Kirche. Irgendeine Maschine, Asran, ja. Was für ein schäbiger Name. Wir waren in Asran keine Maschine entdeckt. Das wird dieses Loch gewesen sein. Hehehe, ihr seid auch blind und schwach und alles. Überlegt doch mal. Als Hohepriester hatte Vincent Zugang zu dieser Maschine. Ah, Vincent hatte wahrscheinlich entweder einen Schattengeist in sich oder er war halt einfach ein Diener der Elras, keine Ahnung. Und er ist dann Hohepriester geworden, um auf diese Maschine in Asran Zugriff zu haben. Das ist eventuell die Maschine, die diese Blutgeister aus der Ebene absaugt. Unsere Maschine. Die Kirche hatte keine Ahnung, was das überhaupt war. Niemand konnte sie starten. Aber natürlich behielt die Kirche diese Maschine. Und der Hohepriester hatte darauf Zugriff. Vincent zum Beispiel. Damals stand er nicht unter der Kontrolle der Elras. Interessant. Hat heimlich danach glücklicher Zufall, dass er das Gewölbe gefunden hat. Die Maschine zu sehen. Besonders viel Macht hat ihm die Maschine nicht gegeben, ja. Wahrscheinlich hat er nur so viel Macht gekriegt von der Maschine, wie die Elras wollten, dass er sie kriegt. Er war ein Wurm. Bedauerlicherweise habt ihr ihn erledigt, bevor die zweite Phase beendet war. Zweite Phase von was? Warum sollte ich jetzt noch mehr erzählen? Ihr versteht es ja eh nicht. Der Hebel. Ihr könnt es eh nicht mehr aufhalten. Mich umbringen könnt ihr schon mal nicht. Nur eine Frage der Zeit, bis Gardar mich hier rausholt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, Phase 1, erzähl mir alles. Vincent, Hohepriester, Zugang zur Maschine. Phase 2. Ihr seid die perfekten Diener. Anscheinend haben die Elras uns erschaffen. Bisschen zu eigenwillig, ja. Ja, das mit den Wirtskörpern habe ich schon verstanden, ja. Schattengeister, ein Körper von anderem, wenn der vorherige stirbt. Bereits Vampire untot, könnt ihr hin und her springen, wie ihr wollt. Ah, zumindest die hübsche Elaine hat was gelernt. Genau, wie sie Aska halt auch damals ausgenutzt haben. Mit dem Zauber. Wo unter Asran ist sie? Ich glaube, ich muss nochmal nach Asran. Wir haben sie wahrscheinlich schon gefunden. Ja, die größten Löcher im Boden. Ja, daran erinnere ich mich noch. Das ist also die Maschine. Da muss ich jetzt wahrscheinlich hin. Was kann man denn damit machen? Wenn ihr mich gehen lasst, verrate ich es euch vielleicht. Ja.
Wird mir ein Genuss sein, eure Blutgeister zu absorbieren. Blutgeister absorbieren, ja. Aus der Ebene der Blutgeister wurden Blutgeister abgesaugt. Das machen die Elras vermutlich mit der Maschine und werden dann unsere Magie für irgendwas nutzen. Wir werden keine unendlichen Blutgeist-Qualen erfahren. Das ist nicht euer Ende. Wir haben noch mehr Interesse an euch. Der Maschine in Asran, genau, absaugen. Ja, das habe ich mir auch schon zusammengereimt. Was meinst du denn mit absaugen? Pures Seelenkonzentrat. So können wir eure Macht nutzen. Seelen sind halt immer noch das Beste. Und mit diesem Seelenkonzentrat können die Elras richtig geile Zauber wirken. Süße Seelen. Dann sind sie noch besser für uns nutzbar. Du enttäuscht mich. Ich dachte wenigstens, du hättest es begriffen. Rede gefälligst. Schon gut, schon gut. Überlegt mal. Wenn man einen Menschen tötet, wir absorbieren die Seelen, genau. Das ist doch wunderbar. Ja, Gadar hat sich mit der Erschaffung der Vampire selbst übertroffen. Was für eine Perfektion. Unsere Geister werden mit jeder Seele stärker und stärker. Darum der heilige Kreuzzug. Ach, interessant. Ja, die Vampire haben sau viele Menschen absorbiert. Vincent hat dann den Kreuzzug gestartet, um die Vampire in die Ebene der Blutgeister zu schicken. Denn jetzt haben sie sich so richtig aufgepowert, sozusagen. Die ganzen Vampire. Ach, deswegen. Du hast es also doch erfasst. Wir sind nichts als Diener. Erntehelfer. Wir sammeln die Seelen, damit wir dann in der Ebene landen und dann werden wir abgesaugt. Mit Hilfe, ja. Also sollte ich vielleicht mal zu der Maschine hin. Das ist genial. Eigentlich hat er recht, es ist wirklich genial. Während wir plaudern, ist Gadar dabei, sie abzusaugen. Die Ebene der Blutgeister, ja, die werden abgesaugt. Er hat seine Schuldigkeit getan, auch er wurde abgesaugt. Wir müssen Gadar aufhalten. Es ist viel zu spät. Die Maschine verschließt den Eingang zum Dungeon. Wir sollen hier warten, ja, von wegen. Dann müssen wir wohl nach Asran nochmal. Er ist in Ohnmacht gefallen. Oh! Ja, da sind sie gerade dabei. Ja. Da sollte ich wohl mal hin, wa? Gebt mir eure Macht. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Schon vorbei? Oh, wie wunderbar. Vollbracht. Alle sind abgesaugt. Veredeltes Ergebnis da oben. Der Kristall. Damit können sie jetzt hunderte Blut... Damit können sie jetzt das Ding aktivieren, oder was? Die Steintafel. Aber Jinnai hat die doch. Die Bruchstücke. So, ich gehe jetzt mal davon aus, die ist jetzt richtig stark geworden. Da sollte ich jetzt vermutlich mal hingucken. Ich wollte eigentlich Asmus noch vor... Ach komm, lass mir den armen Asmus mal in Ruhe. Sieht so aus, als sollte ich mal kurz nach Asran schauen, wa? Ich würde sagen, ab nach Asran. Okay, ich muss erst nach da draußen. Gucken wir doch mal. Interessant, interessant, interessant. Scheint so, als würde sie sich langsam zeigen, was die Elras überhaupt so vorhaben. Wo war denn Asra? Das war, glaube ich, irgendwo da links. Man sieht halt Asran auf der Karte nicht mehr. Hier ist es genau. Es ist immer wieder Asran, immer wieder. Jetzt müsste ja eigentlich das Ding versiegelt sein. Was? Der Eingang ist weg. Aber komplett verschwunden, sehr merkwürdig. Nein! Da geht meine Idee dahin, was ich als nächstes machen kann. Tja.
Ich würde sagen, verflucht nochmal. Tja, und was jetzt? Und was jetzt? Tja, finde Jinnai. So viele Aufgaben habe ich gar nicht mehr. Das meiste habe ich schon erledigt. Tja, hätte ich doch Asmus foltern sollen. Aber was vielleicht... Was halt für mich immer verdächtig aussieht, sind diese Wasserfälle. Dass man irgendwie hinter einen Wasserfall oder so gehen kann. Aber dann hätte ich den Eingang eigentlich vorher auch schon finden müssen. Okay, was soll's? Vielleicht Asmus foltern. Oder überhaupt vielleicht nochmal Raron foltern. Ich flieg nochmal kurz zurück in den Kerker. Und schnapp mir dieses Mal Asmus. Ja, tut mir leid, Asmus. Ich muss einfach mal gucken, ob du noch was weißt. Vielleicht, wie gesagt, muss er mir von dieser Höhle erzählen. Wie sieht's denn eigentlich... Ah, Raron lebt wieder. Okay, den kann ich nochmal schnell befragen, sozusagen. Ja, Asmus, nach wie vor tut's mir leid. Du bist ein cooler Typ und so, aber... Das hätte halt einfach nicht sollen sein. Aber wo könnte Jinnai denn sein? Ich meine, er hat jetzt alle Bruchstücke. Er wird vermutlich selbst versuchen, diesen Zauber zu aktivieren. Kann er die Sprache der Elras? Vermutlich kann er sie. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Jetzt gucke ich erstmal, was die Leute hier wissen. Kippt wahrscheinlich mir jetzt um. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber dann weiß ich nicht, warum er überhaupt wichtig war. Ich habe ihn vermutlich nur für eine Info oder so gebraucht. Jetzt müssen wir nochmal mit Raron schnell reden. Oder ich wollte mal den normalen Elras noch. Aber habe ich die Quest denn noch, dass ich ihn foltern soll? Nee, die Quest habe ich jetzt nicht mehr. Raron zu foltern. Das bedeutet, dass ich eventuell schon alles aus ihm rausgeholt habe. Dann ist aber immer noch die Frage, woher weiß ich, wie es weitergeht? Welche Orte waren denn noch wichtig? Wenn ich jetzt Jinnai wäre, wo wäre ich denn? Na, mit Sicherheit an einem Ort, die drei da nicht kennen. Komm, bitte erzähl mir irgendwas. Aha! Jetzt rede gefälligst, du Wurm. Nein! Okay, den brauchen wir nicht länger zu foltern, alles klar. So viel zu dem Thema. Okay, wobei, sie sagen halt bei Asmus noch nicht, den brauchen wir nicht länger zu foltern. Also weiß der eventuell noch irgendwas. Ich guck mal kurz, ob der Elras noch was weiß. Aber ich vermute, der wird mir umkippen. Dann probiere ich es bei dem Heilertypen da oben auch nochmal. Und lebt er noch? Och. Dann gehen mir langsam die Optionen aus. Was kann ich denn noch testen? Was kann ich denn noch testen? Ich überleg gerade alle Orte, bei denen ich schon mal war. Der allerletzte Ort, wie gesagt, der mir einfällt, ist der Tempel. Der Tempel von diesen Heilertypen, da wo ich den Schlüssel noch nicht habe. Aber wieso sollte er da sein? Das glaube ich alles nicht. Egal, mal gucken, was der noch weiß. Wenn der nichts weiß, muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Vielleicht mache ich dann erst nochmal diese 12 Fragen oder was das da waren. Auf die Antworten würde ich rankommen und... Ah, der weiß sogar noch was. Ich will sterben. Okay, den brauchen wir auch nicht länger zu foltern, okay. Wobei, den Elras... Der Elras kann mir eventuell noch was erzählen. Ja, komm, hauen wir die nochmal.
Hauen wir die nochmal auf die Streckbank. Raron lebt auch wieder. Erzähl mir halt einfach was, du Mistvieh. Erzähl mir was. Jetzt gibt er wahrscheinlich wieder um. Aber Heiltränke brauche ich eh nicht so dringend. Aha. Rede, du Wurm. Okay. Also, den brauchen wir auch nicht länger zu foltern. Also brauchen wir... Das hat er jetzt gesagt, bei allen außer... Den Krieger brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr zu foltern. Also, viele Infos gibt es jetzt nicht mehr. Asmos... Den Heiler nicht mehr, den Elras nicht mehr und Raron nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Asmos auch war. Ich probiere es ein allerletztes Mal nochmal bei Asmos. Aber ansonsten, die meisten anderen habe ich jetzt durch. Also die brauche ich gar nicht mehr zu foltern. Okay, mal schauen, ob der noch was weiß. Lasst mich. Okay, gib uns mehr Informationen. Ich habe einen magischen Helm gefunden, echt? So, rede mal weiter. Gefunden, er hat magische Kräfte. Ja, wo ist denn der Helm? Ich habe ihn versteckt, auf Burg Jola. Ersten Stock im Mittelturm. Unter dem Esstisch in der südöstlichen... Okay, Jola, erster Stock, Esstisch, südöstlich in der Ecke. Interessant, Burg Jola, den hole ich mir gleich mal. Einen magischen Helm. Interessant. Hoffentlich ist es irgendein ordentliches Artefakt oder so. Wisst ihr was, den Helm hole ich mir noch schnell. Was war denn Burg Jola? War das die da links oben? Ahä, das war ja die da, okay. Burg Jola. Wisst ihr was, den hole ich mir jetzt noch. Großer Mittelturm, Esstisch, irgendwo, keine Ahnung, den finde ich schon. Den hole ich mir noch kurz ran. Aber ansonsten scheinen die einzigen, die mir noch was zu erzählen zu scheinen zu haben können, nur noch Asmos und eventuell der Ritter. Alle anderen kann ich mir anscheinend sparen. Hoffentlich ist das irgendein gescheiter Helm. Wahrscheinlich, er hat gesagt, ein magischer Helm. Wahrscheinlich ist es dieser Magiehelm oder so, den Elaine auch schon hat. Okay, er hat gesagt, glaube ich, oben erster Stock, Esszimmer, Mitteltisch oder so. Also vermutlich hier drin. Esstisch, südöstliche Ecke. Oh, was ist denn das eigentlich? Magischer Schlüssel. Was, Moment mal. Das Ding habe ich ja völlig übersehen. Ah, Moment mal, das ist wahrscheinlich der Schlüssel für die Truhe. Was? Talamun erhalten, das war er. Moment mal, das ist der... Habe ich den echt übersehen? Genau, halbiert Blutverbrauch. Das ist genau der Helm, von dem ich geredet habe. Halbiert Blutverbrauch. Und es macht Elaine schwach. Ja, halbiert Blutverbrauch. Das ist genau das Ding... von dem ich geredet habe. Jetzt würde es vielleicht doch Sinn machen, Elaine einen neuen Heilzauber beizubringen. Weil 150 Blut wird jetzt runtergemacht auf 75 für die große Heilung. Ja, das ist genau der Helm, von dem ich gesprochen habe. Es gibt noch andere Helme. Oder andere Items an sich, die... In der Hinsicht, ja, Shanna müsste ich mir auch mal angucken, die in der Hinsicht ganz praktisch sind. Es gibt noch welche, die haben diesen permanenten Spiegeleffekt. Dann gibt es noch welche, die haben irgendwie permanent Regener oder so. Ich weiß nicht, ob ich mir die noch alle hole. Oder ob ich die noch alle suchen soll. Aber der mit halbiert Blutverbrauch für Elaine ist auf jeden Fall schon mal was Feines. Wobei, den gebe ich vielleicht lieber Valna. Weil Elaine macht mit ihrem... Wobei Elaine hat diese komischen Krallen an. Die Krallen des Ghouls, die Giftschaden machen. Und gegen viele Gegner macht sie nur 0 Schaden. Genau. Ich werde jetzt nämlich da hochgehen, denn der Schlüssel wird für diesen... wird für diese Truhe sein, da bin ich mir relativ sicher. Das bedeutet, hier speichern wir mal ab.
zack, zack, boom. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mache ich die Truhe auf. Dann bringe ich Elaine eventuell vielleicht auch einen Schadenszauber bei. Dann nehme ich mal alle Feuerrunen her, weil mit dem halbiert Blutverbrauch kann sie richtig reinhauen, glaube ich. Okay, dann habe ich auf einmal wieder jede Menge zu tun. Und Jindai, den finde ich schon. Der entkommt mir auf die Zeit auf Dauer nicht. Okay, hier machen wir Schluss. Nächste Folge geht's weiter. Bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.